Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekser sucht den Ausgang, dem Let's Play von Niederrhein, wo ich nicht weiß, ob ich mit meinen 4 Steinen überhaupt noch da hinten hinkomme. Okay, 8 Steine. 8 Steine ist gut. Ich hoffe, das reicht. Wobei, Steine habe ich auch noch ein paar. Ich muss. Oh. Ich habe nicht unten auf den Enderman geguckt, oder? Ich habe ernsthafte Sorgen, dass ich das doch getan habe. Okay, ich habe noch einiges an Bruchsteine. Der wird sich ja hoffentlich jetzt nicht auf meine Säule gleich katapultieren oder so, ne? Dann hätte ich ein ernsthaftes Problem. Also ich meine nicht, dass ich so nicht schon ein Problem hätte. Ich sehe da unten andauernd seine Augen rumblitzen. Das macht mich ein bisschen kirre. Nein, ist egal. Ich bin total entspannt. Guck mal, ganz viele leuchtende Tintenfische. Die sehen ja süß aus. Da! Okay, was habe ich jetzt gemacht? Da ist schon wieder einer. Ist hoffentlich nicht derselbe, oder? Könnte ich hier mal den kurzen Ausgang einbauen? Nur so eine Idee. Ein bisschen Licht vielleicht. Okay. Da oben ist auf jeden Fall Licht. Das ist das Licht, was ich aber schon mal gesehen habe. Und ich meine, dass mein Ausgang eigentlich da oben wäre, aber irgendwie. Da oben! Ich muss noch viel höher! Ich muss hoch hinaus! Da oben ist auch Licht. Okay, pass auf. Das kriegen wir hin. Das ist nicht hier die Treppe, oder? Das heißt, da war ich doch schon mal. Doch! Das hast du ja super hingekriegt. Ich war ihm, glaube ich, wäre viel höher. Diesen Gang da, den ich da gebaut habe. Okay. Na dann. Lass uns doch mal gucken, dass wir da oben hinkommen. Was? Mensch! Was machst du für Sachen? Was stimmt nicht mit dir? Oh. Der klingt nicht gesund. Wer ist das? Also der hier nicht, dem geht's gut, glaube ich, oder? Ist einer im Wasser gefallen? Klingt so ein bisschen danach, oder? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Ich habe den Ausgang gefunden. Was? Oh. Ich glaube, mich hat auch einer gefunden. Warte, ich muss mich irgendwo hinterstellen, wo ich klein bin. Geh weg, 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 geh weg. Verdammter Hackemann! Warum bist du. Oh! Warum ist er so sauer auf mich? Habe ich ihn angeguckt? Und wenn ja, wann? Das war knapp. Das war auch zu knapp. Ich dachte, ich hätte nur 2 Steine. Oh. Ein neues Rezept. Super. Ist egal. Erstmal hier raus. Ist das der Ausgang? Das ist der Hinterausgang. Das ist die andere Seite. Da hinten steht auf jeden Fall mein Bett. Da. In diese Richtung. In diese Richtung. Ich komme hier zurück. Mir ziemlich sicher, dass da. Wenn ich denn da mal durch dürfte. Da. Geht's gleich wieder runter. Oh. Vielleicht dann doch nicht so ganz direkt darum. Was ist das denn hier? Kann das mal jemand wegmachen? Ich glaube, wir brauchen hier ein ganz, ganz kleines bisschen Agent Orange. So, da ist die Höhle. Da. Wo ist denn jetzt mein Bett und meine Kiste? Da bin ich rausgekommen. Ist aber nicht der Eingang gewesen. Das ist jetzt egal. So, genau, ich muss noch mal eben kurz einen Schnitzel schnabulieren. Und dann genieße ich einfach diese. Ich habe auch. Pass auf, da ist das. Gelände. Da ist das Gelände.
ich eigentlich hin wollte. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich bin 20 Kilometer über dem Bett. Genau. Dann laufen wir halt da rum, holen dann die Sachen und laufen dann da wieder raus. Das klingt zumindest nach einem Plan. Ob der funktionieren wird, werden wir gleich mal... Ich habe gedacht, ich mache mal eine spontane Planänderung. Oh, wir haben jetzt eine Enderperle. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, was nehmen wir mit? Das nehmen wir mit. Zombiefleisch. Ganz ehrlich, das können wir hier lassen. Das können wir auch hier lassen. Granit und Diorit und sowas. Erde können wir auch hier lassen. Ich glaube, im Zweifel nehmen wir das. Das lassen wir hier. Können wir das noch mitnehmen? Ja, ich glaube, das sind wirklich so Dinge, die man hier lassen kann, oder? Das ist... Guck mal hier, da kann man da noch ein bisschen beipacken. Ein bisschen Bruchstein nehmen wir mit. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Erde mit. Dann soll ich das gewinnen. Oh! Ganz böse Sache, ganz, ganz böse Sache. Die Fäden wollte ich haben. Was lasse ich jetzt hier? Lasse ich Knochen hier? Lasse ich die Erde hier? Komm, ich lasse die Knochen hier. Ich sollte das Bett mitnehmen. Nur so eine Idee, so ganz, ganz dumme Idee, weiß ich, aber bevor ich das jetzt abbaue, glaube ich, benutze ich das noch einmal. Es wird gerade so dunkel hier. Von hier aus kannst du auch die Sonne überhaupt gar nicht sehen. Sehr spektakulär gemacht. Okay, das funktioniert schon mal. Wenigstens etwas. Okay, ich bin jetzt von der Höhlentour erstmal geheilt, also zumindest von dieser da. Ich bin der Meinung, wir sind irgendwie von da gekommen. Jetzt nur die Frage, wie wir da jetzt wieder hochkommen. Pass auf, wir haben doch... Den Bruchstein möchte ich ja für ein Haus oder für irgendwas nehmen. Wir bauen uns hier einen Weg hoch. Guck mal, wie weit wir hochkommen. So zum Beispiel. Ups. Vielleicht solltest du dann auch die Erde wieder in die Hand nehmen. Dann lässt sich damit besser bauen. Nur so eine Idee. Vielleicht nutzt du die mal. Okay. Hier ist schon wieder so viel Gerumpsel gewachsen. Hier kommst du gar nicht rum. So, okay. Was? Habe ich eine Spinne gehört? Ich glaube, ich spinne. Okay, jetzt kurze Orientierung. Da ist das Meer. Also, was war das? Oh, hast du Glück gehabt, das war eine Liane. Das, da hinten hast du den Anfang einer kleinen Inselfestung gebaut. Und da gehst du jetzt auch wieder hin. Kann ich hier eigentlich so ins Meer springen? Kann ich! Hui! Was sind denn für welche? Freunde von Clemens oder von Carsten? Wo sind die beiden eigentlich? Haben Clemens und Carsten gesehen? Nö, ne? Also, keine Ahnung, wo die beiden sich wieder rumtreiben. Dann schauen wir doch einfach mal kurz bei Chili vorbei. Chillen wir mal kurz eine Runde. Nach dem, was wir in der letzten Folge so erlebt haben, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ist vielleicht besser für die Pumpe. Ein bisschen Entspannung. Tief durchatmen manchmal. Cocktail. Strandliege. Wäre doch mal eine Sache hier, oder? Okay. Wie sieht's aus, Chili? Cocktail? Ach so, die gibt's bei dir nur alkoholfrei. Ja, komm. Kompromiss. Nehmen wir auch. Batida de Coco in alkoholfrei. Und dann da. So. Jetzt müssen wir echt überlegen, wie lange wollen wir eigentlich hier in dem Dschungel verweilen? Was wollen wir alles hier machen? Was wollen wir da hinten noch sehen? Konzentrierst du dich vielleicht erstmal eben ganz kurz auf den Heimweg? So. Und jetzt können wir vielleicht mal eben die Steine in die Hand nehmen. Ja? Oder... Ne? Oh, manche wollen auch die Beine in die Hand nehmen, aber das sind mehr so die Typen weglaufen. Das wollen wir ja gar nicht. Das. So. Wie viel Reihen müssen eigentlich noch hin? Den müssen wir mal eben abbauen hier.
Nein, einsammeln jetzt. Das ist ja doof. Ich müsste mal eben ein paar Sachen vielleicht wegtun. Die passen aber gar nicht in die Kiste rein, oder? Wie viel passt noch hier rein? Ach du, guck mal, das geht ja einiger. Das ist ja gar nicht so schlecht. So. Dann kann ich das Gerumpsel hier mal eben einsammeln. Oh, pass auf, wenn du da jetzt runterfällst, dass du nicht die Haxen brichst. Ist okay so, ne? Kann man so machen. So. Also hier hast du schon eine interessante Aussicht. Wobei, ja wirklich interessant. Naja, dann müsstest du vielleicht mal die Chance sich weiter ein bisschen ändern. Dann kann man tatsächlich vielleicht mal was sehen. So ist es eigentlich nur viel Wasser. Zwar ganz viel Wasser. Ich weiß noch nicht, was es wird. Aber ist ja auch egal. Achso, das ist ja schon voll. Das Ganze gar nicht hier. Ich könnte das schon so ausfüllen. Kellermäßig ein bisschen was draufbauen. Naja, machen wir. Okay. Wir machen uns da jetzt mal kurz Gedanken zu. Also ich mir so, was ich da reingeschreibt. So. Ja, und bei euch so? Alles gut, ne? Das wird so nicht. Das, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Idee wert ist, was du hier gerade machst. Das weiß man so manchmal nicht. Das weiß man manchmal erst, wenn es fertig ist, oder? Nee, das wird so nicht. So möchtest du das nicht. Pass mal auf. Wir machen Folgendes. Wir schütten das hier mal eben hier an. Dann kommt da anschließend Holz rein. Da, das. Hier wirst du keinen Keller brauchen. Das macht gar keinen Sinn. Hier soll ja auch nur, wie war das? Ein Interim Space hin. Da brauchst du doch hier ein riesen Ding. So, ich muss noch mal eben kurz überlegen, ob ich das wirklich so angehen will, ob das nicht doch eine 5 Nummer zu groß ist. 5? 20! 20 Nummer zu groß. Naja, okay. Pass auf, wir machen Folgendes. Irgendwie hakt das hier gerade. Achso, wenn man die richtigen Tasten benutzt, geht es komischerweise besser. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ne? So, ich glaube, so ein bisschen Außenterrasse. Ups, ne, das hat ja wieder super funktioniert. Dann, also jetzt, bitte. Also, ne? Ein bisschen Konzentration hier. Die Frage ist, das von hier aus bis dahin noch einmal gerade ziehe. Nein, das brauchst du gar nicht gerade ziehen. Komm her. Wir machen das jetzt gerade nicht gerade, sondern hier geht es dann. Genau, hier geht es ein bisschen rum. Hier geht es ein bisschen breiter. Genau, so bis dahin. Da. Das sollte an Größe doch eigentlich schon reichen. Das ist riesig. Für mal eine Interimshütte. Ich glaube, dir geht es wohl einfach zu gut. Du hast das Ferienhaus bei den Dorfbewohnern auch noch nicht komplett ausgebaut. Auch eigentlich nur Interimsferienhaus. So. Okay. Der muss auf jeden Fall noch eben weg. Und dann auf jeden Fall ein bisschen Holz. Hier haben wir Traubenholz. Hier dürfen wir Traubenholz benutzen. Hier hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich muss auf jeden Fall. Ich brauche noch ein paar Stücke. Also ein paar mehr. So viel dann auch wieder nicht. Vielleicht so. Das ist okay. Dann mal eben die Hälfte davon. So, dann haben wir ein paar Fackeln wieder. Das kann zurück, das kann dann dahin. Jetzt habe ich sogar noch Fackel zu viel. Ah, apropos, ich hatte doch einen Ofen, ne?
Machen wir da mal einen Stack von. Rutzeln wir mal ein bisschen ein paar Steine. Okay. Und dann setzen wir doch hier mal einen Boden rein, auf den wir dann anschließend was bauen können. Ja, ich glaube, so könnte der Grundriss einer Interimsbase aussehen. Ich glaube, ich muss mir ein anderes Wort dafür einfallen lassen. Interimsbase klingt so, so militärisch irgendwie, oder? Nein, so soll es ja nicht hier werden. Das ist hier ein Unterschlupf für gestrandete Seelen, so wie meine. Was stimmt mit dir nicht? Was ist mit deiner Seele nicht in Ordnung? Gott sei Dank. Oh, mehr Holz hast du nicht doch. Okay, du hast noch ein bisschen Holz. So. Und dann, wie viele Steine haben wir da eigentlich? Da könnte ein Stack, habe ich gesagt. Ne? Da könnte ich hier ein. Da, ein Fenster hin. Da eine Säule. Da. Mal gucken, da ungefähr. Was das? Das wäre jetzt absoluter Zufall, wenn das funktionieren würde. Funktioniert natürlich nicht. So, dann zwei Fenster. Dann kommt dann hier vielleicht ein Breithausfenster hin. Oh, das ist doch so. Das ist eine Idee. Da und dann machen wir. Irgendwo müssen wir ja auch eine Türe hinmachen. Das soll gleich auch mal eben überlegen, ob vielleicht zwei Türen. Hier geht's. Nein, hier jetzt auch nicht auf. Mann. Ja, das kommt davon, wenn du nicht vorher nicht überlegst, wie es aussehen soll. Aber, ey, warum vorher überlegen? Genau, hier reicht so. Ich glaube, so. So, dann mache ich das hier. Ist weiter da und dann da. So könnte man das ungefähr machen. Die Sonne sagt mir, dass es schon wieder Zeit ist, ins Bett zu gehen. Vielleicht ist es auch Zeit, diese Folge zu beenden. Dann machen wir uns Gedanken in der nächsten Folge, wie das hier weitergehen soll. Vielleicht kriegen wir mal tatsächlich wieder was Produktives hin und rennen nicht nur durch irgendwelche Höhlen rum. Ja, ich sollte mich beeilen und noch ein Bett hinbauen, bevor es wieder Besuch kommt. Ne? In diesem Sinne, schöne Grüße von wieder rein und tschüss mit Yps. Tschüss.